der Nähe von Route 120. Dann müsstet ihr da ja irgendwo rumgeistern. Könnt auch mal probieren, mit dem Fahrrad hier hochzufahren. Das geht nicht. Müssen wir laufen. So viel laufen. Dann gehen wir gleich in den Pyroberg und da werde ich nicht direkt zum Ziel marschieren. So, wo ist? Da ist er! Da ist er ja. Da ist er ja. Meine Geheimbasis. Basis von Duran. Yeah, da steht sogar oben drauf. Ah, wie cool. So. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen Dekoration. Dekorieren. Tisch haben wir, Stühle haben wir. Eine Matte. Jetzt gibt es erstmal eine Donnermatte. Die kommt hier oben hin. Ja. Dann die Drehmatte. Die Drehmatte, die machen wir aus Jux. Machen wir die mal hier hin. Ne, da oben. Hier oben. Eine Sprungmatte, die kommt hier hin. Und eine Glitzermatte, die kommt hier hin. So. Dann haben wir zwei Poster. Ein rotes Poster. Das rote Poster, das kommt hier hin. Das Schlangenposter von Vipitis, das kommt hier hin. Die Puppen, was haben wir denn? Was haben wir denn da unten noch? Ein Kissen? Ein Feuerkissen. Ach so. Ja, das kann hier hinkommen. So dahin. Ach so. Ach, das muss auch auf den Teppich. Na gut. Puppen, Flemli. Dü-dü-dü. Nein, dahin. Fablu. Na komm, Loturz, haben wir Geschenke gekriegt. Das sieht aus, ey. So, dahin. Oh, jetzt guckt euch meine Geheimbasis an. Wie schön. Oh, eine Glitzermatte. Oh, wie cool. Nochmal. Voll fies. Und die ist auch geil. Einfach doof am Springen. Flop, flop. Flop, flop. Flop, flop. Voll crazy. Flemmi-Puppen. Ah, oh, schön. Erstmal was trinken. Gürmsen, Gürmsen. So. Das ist meine Geheimbasis jetzt. So sieht sie aus. Wird sich noch verändern vielleicht. Mal gucken, was wir noch für Sachen kriegen dafür. Aber das ist so ein bisschen. Ich will jetzt nicht Sidequest-mäßig sagen, aber so ein bisschen nebenbei kann man sowas auch mal zeigen. Södele, jetzt aber. Jetzt wollen wir uns auf den Weg machen, mal wirklich zum Pyroberg. Schutz ist auch schon wieder aufgebraucht, wie ich gesehen habe gerade. Das heißt, wir müssen jetzt mal wieder neun reinschmeißen. Nein, nur einen. Das Wasser ist tiefblau. So, und jetzt in den Pyroberg. Der Pyroberg ist sowas wie der Pokémon-Turm in Lavandia. Da kommen die verstorbenen Pokémon hin. Voll umständlich hier extra so einen Berg zu errichten. Der Pyroberg. Ganz wichtig ist erstmal mit der hier zu reden. Auf den Pfaden des Pyrobergs keucht und fleucht alles Mögliche. Niemand kann sagen, was passieren wird. Dies ist für dich, es wird dir helfen. Schutzband erhalten. Yeah. Das Schutzband ist eigentlich relativ cool. Wenn man mal guckt. Wo ist es? Da unten. Da. Item kann wilde Pokémon abhalten. Wenn das jetzt zum Beispiel mein Logok trägt. Ja. Kann, muss aber nicht. Aber wir benutzen nur den Schutz jetzt. Und jetzt gehe ich mal hier die Ebene hoch. Voller Trainer. Kann ich euch jetzt schon mal sagen, das sind fünf Ebenen, die wir jetzt hochgehen und das ist voll mit Trainern. Aber die Reise lohnt sich. Ihr werdet sehen, was wir da am Ende von haben. Außer Training natürlich. Vor allem, da das Training hier äußerst wichtig ist. Und wenn man schon mal die Möglichkeit hat. Doppelkick und Biss. Ja, Magiemantel. Das hilft dir auch nicht. Bei meinen physischen Angriffen. Ja. 34 ist Blue schon. Krieg gar nicht mit, wie schnell das immer steigt. Oh, Schnabel, das soll ja wohl. Wenn es nicht reicht, haben wir wenigstens noch. Nur, es reicht. Ja, es tut mir leid. Bitte um Entschuldigung, du Wurm. Tja. Ich weiß nicht, ob man hier.
im, oh, die Entwicklung von Makuhita. Hariyama. Ich weiß nicht, ob man hier im Pokémon-Turm, hier wo die wirklich die verstorbenen Pokémon begraben werden, ob man hier mit seinen Pokes kämpfen sollte. Bin mir da nicht wirklich sicher, ob das angebracht ist. Sonst nicht für die, die hier trauern. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Nein, du hast mal Intelligenzfall, bist du blöd. Die Erinnerung an meinen Liebling Eneko. Ich könnte weinen. Ja, dreht euch mal so, dass ich einen Doppelkampf kriege. Juhu! Warum bist du hier? Was geht dich da dann? Göre. Oh Gott, nein. Ein Wuin, genau. Das muss schnell weg. Okay, das Spielchen läuft wie folgt. Alles auf Wuin, genau. Wobei, vielleicht wäre es cleverer, erstmal die Enekos umzukloppen, wa? Hör mal so. Ich glaube, ich hau jetzt die Enekos weg, dann können die nämlich gar nichts mehr. Und das Wuin, genau, kann ja sowieso nicht angreifen. Ich greife aber mal mit Magnayan an. Mal gucken, was wir so für Damage machen. Vielleicht schreckt sie auch zurück. Und das war knapp. Majaula. Dann mache ich sie jetzt nach Plan. Ich kümmere mich zuerst um die linken Pokes und dann um wohin genau. Das sollte ja nicht allzu schwierig werden, ne? Ja, wenn sie solche Pokes rausholt, dann ist das auch einfach. Erstmal schön Angriff steigern. Ja, da kannst du schlecht kontern, ne? Und jetzt sollte ein Biss auch reichen, für wohin genau. Gott, wenig Erfahrung. So, und tschüss. Was? Das hast du dir so gedacht, wa? Das hast du dir so gedacht. Ach, Wegsperre. Ja, genau. Leck mich doch. Ach Mann, ist doch jetzt doof. Ja. Marina und im Blutrock mit sich. Kann nicht switchen, ey. Ist doch bescheuert, Voltenso. Ich hätte natürlich jetzt auch irgendwelches Heil-Item nutzen können oder so, aber Leute, das lohnt sich dann auch nicht. Das ist die Mühe nicht wert. Schockwelle und Biss. Mann, ey, scheiß wohin genau, hat mein Logok getötet. Logok. Na gut, zurückgehen und heilen werde ich jetzt auch nicht. Ich habe ja noch zur Not Beleber. Oh, Kadabra, das ist perfekt. Kannst gleich wieder Tschüss sagen. Bis nach zweimal Jaula. Sowieso. Was? Wie zum Geier hat das überlebt? Macht der Magiemantel doch so einen Unterschied? Kann doch gar nicht sein. Unfassbar. Ich habe mir die Hose gemacht. What the fuck? Iiuh, fiese Sau. Nee, dich wollen wir nicht. Nee, du warst, sagt die sich nie. Get. Okay, Löcher im Boden. Ein Item. Mein Item. Magnayan vorne. Ja, eigentlich soll ja wohl mal Logok vorne sein, ne? Wie viel Beleber habe ich denn? 3 Stück. Ja, komm, lass einen raus hier. Was soll das denn? Sprudel können wir auch mal nutzen. Was soll der Geiz? Genau 60 auf. Den passt es schon. Schönen guten Tag. Eine unglaubliche Atmosphäre. Träum weiter. Alles klar. Ach, herrlich. Und Trassler. Psycho-Wulf.
Guck. Zerschneider! Geschafft! Jawohl, Zerschneider, eine super Attacke. Trassler! Da hole ich Magna hier jetzt rein, das wäre ja wohl Quatsch. Bite. Klaps. Lecker Trassler. Frisches Trassler. Frisch schmecken sie mir am liebsten. Hans. So, den darfst du auch ein Stück abbeißen. Ja. So einfach geht das. Psycho-Wolf. Voll geil. So, nächste Etage. Und wir sind fast schon am Ziel. Ich mag gruselige Horror-Dinge. Weit ist es nicht mehr. Es sind nur noch... ich dachte jetzt, warte, wir haben jetzt eine Ebene da. Die und jetzt sind wir in der dritten. Da kommen noch zwei Ebenen. Ja, wenn ich sage, ja, wenn ich vorher gesagt habe, es sind fünf, dann fehlen jetzt noch zwei. Mit dieser sind es drei. Jawohl, jetzt ist es doch mal soweit. Jetzt können wir Blue auch gleich mal selber kämpfen. Oder ist doch 35 nicht? Ja! Hey, Blue entwickelt sich. Was wird da nur rauskommen? Oh nein, bin ich gespannt. Na, also. Altaria. Wow. Voll geil. Altaria versucht erstmal Feuerholem zu lernen. Wie cool. Für Schnabel. 1, 2 und schwupp. Altaria hat Schnabel vergessen und Altaria erlernt Feuerholem. Ach, ist das schön. Ist das schön. Da haben wir Altaria. Innere Kraft heilt bei Austausch. Ja, okay. Drachenflug. Da, was ein Typus, ey. Ja, Spezialangriff ist nett. Ja, okay. Sonst kann ich Altaria auch mal erstmal EP-Teil wegnehmen. Und das kriegt jetzt mal... Das kriegt jetzt für eine Weile Kapilz. Ja, das kann nicht sein, dass der immer hinterherhängt. So. Weiter geht's. Oh, da steht noch ein Schwarzgurt-Typi. Wie weit mein Schutz wirkt nicht mehr. Wollt ihr mich verkaspern? Gleich wieder ein Superschutz drauf. Ich habe keine Lust hier auf Zwielicht und Schuppett und die laufen hier rum. Mehr läuft hier auch, glaube ich, gar nicht rum. An wichtigen Sachen. Und ich hätte wechseln können, habe ich zu spät. Mist, Altaria hätte ja kämpfen können, klar. Egal. Mogelhieb. Aua. Logok schreckt zurück. Ich weiß gar nicht, das fällt mir jetzt spontan ein, wo ich hier jetzt gerade Logok. Ich habe gerade was anderes im Kopf gehabt. Habe ich euch schon erwähnt, wie ich das machen wollte, dass ich auch da hier, da ich ja hier Smaragd in 100% auf Story eingehe und sowas durchzocke, dass ich gerne am Ende auch die Legendären alle fangen möchte. Euch das zumindest zeigen möchte. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das erwähnt hätte. Zumindest jetzt wisst ihr das. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ja, die können vorne bleiben. Obwohl, ach komm doch. Doppelkampf. Das hatte ich mir nämlich überlegt. Ich möchte auf jeden Fall die legendären Pokémon fangen. Ich möchte auch zusehen, dass ich alle hier kriege. Die Problematik dabei werde ich euch aber dann am Ende des Let's Plays erzählen oder zeigen. Denn das möchte ich doch schon, dass ihr das in extra Parts nach dem Let's Play seht. Ich möchte das jetzt nicht vorher machen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Zubiris. Du versuchst mal hier mein liebes Wuingenau genau einzuschläfern. Das wäre voll geil.
Ist schade. Das Spiegelcape. Nochmal Schnabel und nochmal Gesang. Jawohl, jetzt kriegst du auf die Klappe da. Jetzt bist du dran. Eingepennt. Wingedau schläft tief und fest. Feuerfeger Feuerodem. Perfekt. Besser hätte es ja nicht laufen können, ne? Die Macht ebbt ab. Ja, ist alles gut. Hehehe, Pokénuff eintragen. Nein. Lass mich. Was war denn da? Ein weißer Grabstein mit einem Pokéball. Tada, das ist der weite Weg. TM30 Spukball. Deswegen haben wir den weiten Weg auf uns genommen. Jetzt geht's wieder runter. Wow. Uff, was haben wir denn hier? Lachsrauch können wir auch mitnehmen. Jetzt müssen wir uns entscheiden, oben oder unten. Oh, welcher Weg mag wohl richtig sein? Ja, der untere war richtig, denn hier gibt es das Item Seerauch. Geil. Und somit haben wir alle wichtigen Sachen hier rausgeholt. Ausgebeutet. Aber da ist ja noch jemand. Ta-ta-ta-ta. Die müssen wir auch noch antreten. Ich will nämlich diesen Pokéball haben. Besser, ich werde dich vernichten schlagen. Wie bitte? Meinst du ernsthaft, dass du das schaffst? Bitte, ich warte. Nun gut. Dann zeig mal, was du kannst. Eine Koro kriegt schon mal einen Doppelkick. Du bist schon weg. Ich mag die Fähigkeit Doppelkick. Ah, ist das schön. Na, wohl denn so bent. Klatsch. Ist auch schon noch einmal weg. Uiuiui. Das lief doch gut. Und ein Hyperball. Naja, kann man vielleicht verkaufen. Was will der hier noch von mir? Oh, der Boden hat an einigen Stellen Löcher. Ich habe es nicht gesehen und bin ins untere Stockwerk gefallen. Autsch, aua. Na, ich auch. Kratz. Gut, den Pyroberg haben wir jetzt erforscht, aber es gibt ja noch den eigentlichen Pyroberg. Was für eine Musik, ey. Ich renne jetzt extra nicht, damit wir die mal hören können. Team 48, Wertewechsel, naja. Klingt schon kryptisch, die Musik. Oh, Nebel zieht auf. Das ist jetzt ganz schlecht. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Ah, cool, den nehmen wir mit. Jetzt muss ich aber noch mal eben gucken, dass ich das hier aktiv kriege. So. Ein Äther. Den nehmen wir auch noch mit. Und bevor wir jetzt gucken, was hier oben ist, mache ich noch mal einen kurzen Schnitt. Spannung. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.